Ich habe entschieden, dass ich zum Ende dieses Jahres gebe ich die Firma indirekt an meine Frau ab. Sie ist Alleinerbin und sie hat dann ein halbes Jahr Zeit, aus steuerlichen Gründen, es dann an die Kinder weiterzugeben oder zu behalten. Mein Wunsch war, dass normal ein Kind die Firma bekommt, das andere bekommt was anderes. Und es kommt auch darauf an, wo die Lebenswege hinführen. Und das wird meine Frau zu entscheiden haben, weil sie 24 Jahre jünger ist und mich garantiert entsprechend überlebt.